Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu Let's Play Typhoon, Wrath of the Tiger, die Rache des Tigers. Zack, 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 zack. Wir vermöbeln hier natürlich wieder alles und jeden, in ordentlicher Kung-Fu-Manier. Oh Gott. Zack, 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 zack. So läuft das hier bei mir, Baby. Uah! Kicks und Moves, die in die Luft gehen. So viel steht fest. Oh, crap. Craptastic. Oh. Das war eigentlich eher so ein Leap of Faith. Nee, 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 nee. Okay, das ist gerade ziemlich auf. Oh. Man hat verschiedene Fähigkeiten anscheinend. Und manche von denen könnte sein, dass man einen Hurricane herbeizaubert. So. Da war ich doch schon. Da ist doch gar nichts gewesen. Da komme ich doch her. Gibt es zwei Wege oder was? Ich häng fest. Hilfe! Ich schätze jetzt einfach mal, dass das den Weg hier unten frei gemacht hat, irgendwie. So, ich... Ah, jetzt verstehe ich. Hopp. So. Boom, boom, boom. Sollte ich vielleicht einsammeln? Das sollte ich vielleicht nicht alles liegen lassen? Oh, der hat gesessen. Na, warte. Komm, du kriegst er. Und tschüss. Nicht schlecht. So muss es sein, yeah! Kung Fu Tiger! Ach ja. 164 Kills so lange, wir haben den Leoparden und den Gottesanbeter-Stil. 9 Kombos, 12 Leben, 297 Jade eingesammelt. Hm. Respektable Menge, muss man sagen. Oha, jetzt laufen wir mal ein dickes Stück. Hülle der Gottesanbeter. Jetzt bin ich ja schon fast wieder zu Hause gewesen. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass der Tempel mein Zuhause war. War der mein Zuhause? Who knows? Yeah. Ladescreen, Ladescreen. Lädt, wann immer Ladescreen lädt. So. Ich laufe einfach hier durchs Wasser. Ey, ey, ey. Okay. Töte die Dinosaurier, Reptilien. Ihr schockiert mich nicht. Ich versuche mal rechtzeitig einen Sprung in der Luft zu machen. Hätte man das machen können? Die sind mies, die Jungs. Ich denke, die würden mir noch das eine oder andere mal Probleme bereiten. Komm! Kitzel fürchtet sich nicht vor Wasser. Ja.
Nein, du feiges Mistvieh. So. Vorzuge ich es jetzt mal auf festem Boden zu bleiben. Box! Ich würde sagen, eine schöne Gesundheit. Ich habe keinen Bock, schockiert zu werden. Das sind so feige Mistviecher. Wie die richtig simulieren. So. Ach, Mann. Nee. Oh, ich hab den in Brand gesteckt. Das ist eine Sache, die habe ich mich immer gefragt, und zwar diese Inkonsistenz, wie genau meine Fähigkeiten eigentlich funktionieren. Und ich habe nämlich keine Ahnung, wie ich das mache, dass ich diese verschiedenen Dinge mache. Mal mache ich die richtig coolen Verbrenn-Dinger da, mal mache ich diese richtig nicht so mächtige, weiß ich nicht, Schockwelle da. Okay, ich dachte, irgendwie dahinter könnte man vielleicht Gesundheit kriegen. Aber das sieht nicht so aus, als ob es hier so etwas gäbe. So. Die sind jetzt zum Glück nicht ganz so ein Problem. Das könnte ein Problem sein. Und... und tschüss. Yeah, live. Zack, 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 zack. Oh, die schießen Schockwellen, das ist übel. Nur für den Fall, dass jetzt noch einer hier aufgestanden wäre, hätte er jetzt von mir erstmal so einen starken Miet ins Gesicht bekommen. Vom Level? Nicht schlecht. Unter dem Wasserfall. Jetzt sammle ich mein richtiges Chi. Ach ja. Wie ist doch mit diesen netten Retro-Spielen ist. Ich stehe auf einem Wasserfall, hab haufenweise Mantisse getötet. Höhle der Gottesanbeter. Hort der Gottesanbeter. Oh Gott, okay. Warum sind eigentlich alle Völker mir feindselig eingestimmt? Bin ich gerade die Einheit oder beziehungsweise die Truppe, die einmarschiert? Vielleicht bin ich der Krieg. Dieses Land war in Frieden und ich kam und hab's zerstört. Die wahre Geschichte. Besiege die Statuenkrieger, um weiterzukommen. Okay. Das soll ein Statuenkrieger sein. Okay. Wow! Großer Gott! Darf ich mal anmerken, dass das gerade extrem gewalttätig irgendwie war? Ich hab ihm das Ding in den Kopf geschmissen. Oder macht der nichts? Ist ja nur ein Insekt. Das hat keine Gefühle, es kann ruhig leiden. Herrgott! Ich habe die Schlangen damals nie beachtet, wenn ich dieses Spiel gespielt habe, aber jetzt, wo ich gesehen habe, dass du damit so brutal Finisher machst. Nein.
Okay. Was soll ich denn da? Aber ich finde immer noch nicht wirklich, dass ich aussehe wie Statue. Ich meine, bluten grün. Ist jetzt für mich nicht unbedingt. Zack, 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 zack. Ich glaube, jetzt waren es alle. Ha, das war's tatsächlich schon. Einfach alle Statuen vernichten. Nice. So. Du hast meinen Statuenkrieger ganz schön erledigt. Und du hast die Leoparden getroffen, wie ich es dir sagte. Das will ich meinen. Und die Prinzessin? Nicht schlecht, was? Dein Kampfstil hat sich entschieden verbessert. Ich habe nicht den Kampf gemeint. Der Leopardenmeister schickt mich zurück zu euch. Er erzählte von einem großen Krieger, Lao, vom Clan der Weißen Tiger. Lao war ein meisterlicher Kämpfer und ein würdevoller Anführer seines Clans. Was könnt ihr mich noch lehren? Du hast schon gelernt, wie man seinen Gegner mit der Qi-Welle überwältigt. Jetzt zeige ich dir, wie man diese Kraft zu einem Energiestrahl, dem Qi-Schuss, bündelt. Nimm jetzt diese Stellung ein. So? Ah, richtig? Jetzt sammle deine Energie und richte deinen Angriff aus. Ausgeschlossen. Gut. Hab ich. Wann geht's endlich los? Taifu. Entschuldigung. Und nun schieß los. Drücke in Zielrichtung und auf das Dreieck. Wow, das haut rein. Als nächstes wirst du den Affen... Als nächstes werde ich den Affenmeister treffen. So viel habe ich noch mitbekommen. Aha, okay. Achso, hier. Die haben immer diese abstrakten Tempel und so alles. Aha. Könnte eine nützliche Fähigkeit sein. Aha. Okay, das könnte echt guter Angriff werden. Nichts zum dran testen, das ist schade. Huah, komm her! Entschuldigung! Der braucht noch nicht mal so viel Power. Das ist extrem gut. Das werde ich benutzen. Das werde ich sehr gut nutzen. Okay, Leute, an der Stelle werde ich diesen Part beenden. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Taifun. Die Wut oder die Rache des Tigers wird über unsere Feinde kommen. Wir werden sie alle umbringen. Umbringen, umbringen. Yo! Yeah, bis zum nächsten Mal. Oh shit. Sollte es auch, wenn solche Flutwellen hier zu haben, mein Freund, solche Tsunami-Dinge. Drücke in Zielrichtung und auf das Dreieck. Zum Schuss. Hopp, hopp. Okay, mal so an der Stelle werden wir jetzt erstmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.